Ein paar Piekser und dem Hund soll es besser gehen. Akupunktur für Haustiere ist schwer in Mode bei der reichen Oberschicht in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi. Viele Tierbesitzer scheuen keine Kosten, wenn es um das Wohl ihres Lieblings geht. Die Anbieter wissen ihr Angebot zu bewerben. Akupunktur ist in Indien nicht sehr verbreitet, genauso wie Nierenkunde oder Dialyse. Die Besitzer und sogar die Tierärzte denken da nicht dran, sie würden das auch nicht unterstützen. Diesem Hund wird Blut abgenommen. Mischling Kuku hatte sich übergeben und mochte nicht mehr fressen. Eine normale Tierklinik kommt für seinen Halter nicht in Frage. Die staatlichen Kliniken können sich nicht richtig um ihn kümmern. Da wird er nach 3 oder 4 Tagen wieder krank. Hier ist die Behandlung viel besser. Sie ist perfekt und deshalb kommen wir hierher. Auch Blutwäsche können Tiere hier erhalten. Das Ganze hat natürlich seinen Preis. In einem Land, in dem Millionen Menschen mit weniger als 2 Euro am Tag über die Runden kommen müssen.